Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. So heißt es in einem deutschen Volkslied. An Aktienbörsen aber, muss man feststellen, zumindest historisch, war der Mai nicht unbedingt immer der Wonnemonat. Wie ist es in diesem Jahr? Wir müssen ja klar feststellen, dass seit Mitte März, nach dieser fatalen Entwicklung in Aktienmärkten bis heute, die Aktienmärkte in Deutschland oder in Amerika zum Beispiel schon wieder im Bullenmarkt sind. Ist das nicht Anreiz genug, Grund genug zu sagen, wir wollen hier mal Gewinne mitnehmen als Anleger und damit die Mai-Regel bestätigen? Denn wenn man mal das fundamentale Bild sich anschaut, das ist ja noch nicht gerade so, dass man Hurra schreien müsste. Konjunkturdaten kommen ja so schlecht rein wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Amerika, aber auch in Europa, weltweit. Die Berichtssaison ist auch sicherlich schwarz am schwärzesten, sowohl von der Vergangenheitsbewältigung, aber auch die Ausblicke sind nebulös. Da kommt man selbst mit Nebelscheinwerfern nicht durch. Und da haben wir auch ein paar Probleme sicherlich auch in Europa. Wir stellen ja fest, Europa funktioniert im Augenblick nicht wirklich gut. Das ist schade, aber gerade die Frage, wie wir die Schulden finanzieren, wer wie viel Geld bekommt, da haben wir ja einen massiven Streit. Da wird ja in der EU-Familie und in der Eurozone durchaus mit Meister Porzellan geschmissen. Auch das ist sicherlich nicht positiv. Wir haben hohe Bewertungen, die natürlich auch deswegen stattfinden, weil die Gewinne heruntergenommen werden. Wir haben auch Dividendenkürzungen. Das sind normalerweise keine Zutaten für eine starke Börsenbewegung. Also dieses Jahr 2020, Mai-Regelbestätigung? Ja, nicht so schnell, denn wir müssen ja feststellen, warum sind die Märkte denn dann trotzdem so stabil? Da scheint ja doch der Vermögensverwalter der Meinung zu sein und die vielen Vermögensverwalter, ich muss mit dabei sein. Gerade in einem sehr scharfen Wettbewerb um Rendite, um Kundengelder will man keine Rallye verpassen. Und da haben wir sicherlich auch ja den Fernblick in die Zukunft. Man stellt ja fest, es wird immer mehr gelockert weltweit. In Asien ist man schon sehr weit. In China hört man ja teilweise schon eine fast schon Normalisierung findet da wieder statt. Und das zieht sich ja dann über Europa und Amerika auch immer weiter hin. Hinzu kommt natürlich auch das viele Geld, das ausgeströmt wird. Noch mehr, als wir das bislang für möglich gehalten haben. Nach wie vor gibt es keine Parkmöglichkeit für Gelder im Anleihemarkt. In Amerika wird diskutiert, ob nicht die 10-Jahres-Anleiherendite für Staatspapiere auf Null sinken müsste. Also von daher ist man schon gezwungen, in Anführungszeichen, auch den Aktienmarkt zu sehen. Meine Damen und Herren, und das muss man auch sagen, natürlich gibt es hier keine Freibriefe. Wir haben sehr viel Unsicherheit. Wir haben auch nach wie vor sehr viel Schwankungen. Wir wissen ja nicht, die Lockerung, gehen sie so munter weiter. Es wäre ja schön. Jeder wünscht sich das. Ich mir ja auch. Aber wichtig ist ja auch zu erkennen, wo gibt es da vielleicht dann doch den einen oder anderen Fallstrick, dass es dann doch wieder umgekehrt wird. Dann ist nach wie vor das Thema Europa da. Wie verhält man sich? Bekommt man das mit den Corona-Bonds? Das möchte ich nicht, aber mit der Finanzierung der Schulden irgendwie über die EZB hin. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber dennoch muss man sagen, die Börsen schauen gerne immer etwas weiter. Das diesjährige Jahr ist schon wirtschaftlich abgehakt. Man schaut in das nächste Jahr und wird diese Zukunft, wenn es denn so weiter positiv geht, dann ab dem dritten Quartal die positiven Visionen auch von der Wirtschaft sehen, die in Aktienmärkten dann stattfinden werden. Das ist recht positiv. Das heißt für mich, im Aktienmarkt bitte bleiben, gerne auch mit regelmäßigen Aktiensparplänen. Und ich finde auch nach wie vor, dass Hightech-Aktien eine gute Aussicht haben. Die Digitalisierung schreitet voran, ist nicht mehr aufzuhalten. Und auch im Bereich von Value-Aktien finden ja im Augenblick sehr schöne Aktien ihre Wiedergeburt, dass man sagt, die haben viele Aktien, eine vernünftige Geschäftsphilosophie, sind immer noch nicht so dramatisch hoch bewertet, haben Substanz. Und hier kann man gerne auch mal einen Value-Fonds sich zu Rate ziehen. Warum denn nicht? Weil ich habe nichts gegen die ETFs grundsätzlich, aber in volatilen, unsicheren Märkten möchte ich vielleicht auch nicht immer nur alles platt kaufen, was mir in einem Index vor die Flinte kommt. Dann nehme ich halt dann doch vielleicht mal einen Value-Fonds, der auf der Aktienwiese die Rosen pflückt, aber die Brennnessel links liegen lässt. Es gibt auch in Deutschland durchaus den einen oder anderen Warren Buffett. Das sollte man vielleicht in dieser Zeit durchaus mal für sich nutzen. Heißt für mich insgesamt, ja, Volatilitäten bleiben da, es schwankt weiterhin, aber sell in May and go away? Nein, ich bin der Meinung, stay in May. Bleiben Sie dabei.